Schön, dass ihr vorbeischaut auf meinem Kanal Lachi. Und es gibt mal wieder sehr viele neue 1.20 Features und einen kaputten Bürostuhl natürlich. Wie ihr hier seht, gibt es sehr viele neue 1.20 Features und die schauen wir uns in diesem Video an. Los geht's! Fangen wir direkt an mit dem Schnüffler. Das ist ein neues Monster. Das wurde von uns ausgewählt. Da gab es so letztes Jahr im Oktober, glaube ich, so eine Umfrage und wir durften uns drei Monster auswählen. Und dabei hat der Schnüffler gewonnen. Der Schnüffler kann Pflanzen im Boden suchen und dann ausgraben. Und momentan gibt es gerade zwei Pflanzen. Allerdings ist die zweite noch nicht auf der Minecraft Bedrock, sondern nur in der Java. Deshalb kann ich euch nur diese hier zeigen. Und wenn man die Samen dann hier einpflanzt, dann bekommt man, wenn sie ausgewachsen ist, eine Fackelblume. Und die kann man dann irgendwo hinstellen. Den Schnüffler könnt ihr in Ozeanruinen finden, oder besser gesagt das Ei für den Schnüffler. Aber das kann ich euch leider auch noch nicht zeigen, weil wir immer noch nicht alle Features haben. Dann gibt es ein neues Kirschblütenbiom. Ihr habt euch ja bestimmt schon gefragt, was das Ganze hinter mir ist. Und ja, wir haben mal wieder ein neues Biom. Und auch neue Bäume und neues Holz natürlich. Hier mal ein kleiner Überblick. Und außerdem gibt es auch noch diese kleinen Pflanzen, die man auf den Boden setzen kann. Das sind nämlich die rosa Blütenblätter. Jetzt gibt es etwas richtig, richtig, richtig Neues. Und zwar können wir ganz einfach unter Stufen schleichen. Wir können uns noch nicht so richtig angucken, das funktioniert noch nicht so ganz. Aber das ist mal wieder so eine Sache, die wir in Minecraft Java schon seit fast 4 Jahren jetzt hatten. Und endlich bekommen wir sie auch auf die Bedrock mit dem 1.20 Update. Dann gibt es noch eine kleine Änderung, und zwar, wenn wir im Kreativmodus nach unten fliegen, gehen wir nicht mehr in die Hocke. Keine Ahnung, warum so etwas geändert werden muss, aber wahrscheinlich war das in Java auch schon so und man will ja immer beide Versionen gleichstellen. Dann gibt es jetzt endlich Rüstungsschmiedevorlagen, auch für die Minecraft Bedrock Version. Und ich zeige euch mal, wie das Ganze hier funktioniert. Und ich habe gerade einen richtig großen Bug gefunden, und zwar kann man Rüstungsständer überhaupt nicht mehr benutzen. Also hoffen wir mal, dass das schnell wieder repariert wird. Also, wenn wir den Schmiedetisch öffnen, dann sieht das Ganze jetzt so aus. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr euch gerne jetzt das Video, was ihr oben rechts eingeblendet seht, anschauen. Aber ich zeige euch nochmal ganz schnell, wie das Ganze funktioniert. Ihr könnt an verschiedenen Orten in der Welt Schmiedevorlagen finden. Und dann könnt ihr ein Erz benutzen. Ich nehme jetzt einfach mal Amethyst. Dann nehmt ihr die Schmiedevorlage, ein Rüstungsteil und dann noch das Erz. Und dann könnt ihr eure Rüstung ganz einfach dekorieren. Und dabei gibt es auch richtig, richtig coole Designs, die ihr da machen könnt. Also schaut euch das auf jeden Fall nochmal an. Guckt euch jetzt einfach mal diese Hose an. Also, das kommt auch auf jeden Fall ins 1.20 Update und ich habe mich richtig gefreut, als diese endlich auch auf die Preview für die Bedrock Edition gekommen sind. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr ihm gerne ein Like hinterlassen und natürlich auch ein Abo, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und außerdem wäre es sehr nett, wenn ihr einen Kommentar schreiben würdet, dann weiß ich auch, was ihr zu dem Video meint. Als nächstes gibt es Archäologie. Das zeige ich euch jetzt. Dafür sind wir im Wüstentempel. Ihr könnt euch nämlich einen Pinsel machen mit Feder, Kupferbarren und einem Stock. Und es gibt nämlich hier einen neuen Raum. Schaut mal hier hinten. Aber erstmal muss ich schnell hell machen. So. Und zwar gibt es hier einen neuen geheimen Raum. Und auch merkwürdigen Sand. Mal sehen, ob wir ihn hier finden. Das hier zum Beispiel ist merkwürdiger Sand. Man kann es ganz leicht sehen,
dass er ein bisschen anders aussieht. Und jetzt können wir mit dem Pinsel hier drauf gehen und wir bekommen eine Keramikscherbe. Und dann können wir hier einfach weiter buddeln, bis wir immer etwas Neues finden. Mal sehen, was wir jetzt hier bekommen. Das sieht nach Schwarzpulver aus, genau. Allerdings müsst ihr aufpassen, wenn dieser merkwürdige Sand runterfällt, geht er kaputt. Also immer direkt sauber pinseln und dann erst unten drunter schaufeln. Und jetzt seht ihr auch mal, hier bekomme ich auch ein Stück TNT. Und man kann sogar auch Diamanten finden. Also ihr seht, es lohnt sich wirklich, alles frei zu pinseln. Und wenn ihr alles freigeschaufelt habt, dann sieht dieser Geheimraum so aus. Allerdings gibt es hier keine TNT-Falle wie beim großen Wüstentempelraum. Jetzt schaut euch mal diesen Wüstentempel an. Also, ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Also, das ist kein Wüstentempel, sondern ein Korallenriff-Ozeantempel. Kommen wir jetzt zum merkwürdigen Kies. Den könnt ihr in den Ozeanruinen vom Kalten Ozean finden. Und auch hier gibt es spezielle Sachen, die ihr finden könnt. Wie zum Beispiel Kohle. Und in der Truhe, naja, in der Truhe werdet ihr später die Schnüffler-Eier auch finden können. Ihr könnt ja einfach mal ein wenig graben, dann werdet ihr auch noch mehr merkwürdigen Sand finden. Und wie ihr seht, kommt hier ein kleiner Smaragd raus. Ihr könnt auch zum Beispiel Holzhacken hier finden. Oder auch wieder die Keramikscherben, mit denen ihr die Töpfe machen könnt. Die schauen wir uns auch noch gleich an. Hier haben wir eine Ozeanruine im warmen Ozean. Und auch hier können wir Sachen finden. Und ich hab's zerstört. Egal, das passiert. Manchmal klickt man auch einfach daneben. Und ihr seht, hier sind aber nochmal zwei merkwürdige Sandblöcke. Und auch hier bekommen wir die Keramikscherben natürlich. Und auch Smaragde, wie man hier sieht. Aber man kann auch so Sachen wie zum Beispiel eine Eisenaxt hier drin finden. Hier gibt es noch eine neue Struktur. Und zwar die Pfadruinen. Die könnt ihr im Fichtenwald finden. Und genauer zu sein in der Taiga. Und hier gibt es jede Menge neue Sachen, die ihr finden könnt. Normalerweise sollte diese Struktur in der Erde vergraben sein, aber hier ist sie einfach mal komplett offen. Ist aber auch eigentlich praktisch, denn damit kann ich es euch besser zeigen. Normalerweise kommt ihr dann hier oben an und müsst euch dann hier einfach in der Mitte runtergraben. Und das macht das Ganze auch mega spannend. Ihr werdet hier auch den merkwürdigen Sand und den Kies finden. Es gibt hier alle möglichen Blöcke. Ihr seht hier, es gibt glasierte Keramik. Es gibt Schlammziegel. Es gibt also alles hier. Nur keinen merkwürdigen Sand. Ich habe bis jetzt noch gar keinen gefunden. Vielleicht müssen wir auch einfach noch ein wenig tiefer. Aber man muss schon sagen, hier gibt es echt viele Monster in der Höhle. Also das sieht man auch nicht jeden Tag. Aber wir sehen also, die Menschen, die hier wahrscheinlich früher gelebt haben, haben einige Sachen hier gebaut. Und hier finden wir auch noch Keramikscherben und ganz viele verschiedene Sachen. Das war sogar gar keine Keramikscherbe, das war ein kleiner Ziegel. Hier sehen wir blauen Farbstoff. Da habe ich gerade noch mehr gesehen. Und auch eine rote Glasscherbe können wir hier finden. Also, ihr seht, es gibt sehr viele verschiedene Sachen hier zu sehen. Auch Kerzen könnt ihr hier finden, also man bekommt so ziemlich alles. Auch eine Holzhacke gibt es jetzt. Was gibt es denn noch hier? Hier sehe ich etwas Goldenes, aber nein, es war gelber Farbstoff. Und hier ist wirklich sehr viel verdächtiger Sand und hier kommt etwas
Neues, glaube ich. Ah ne, das war nur eine Leine. Und Leinen bekommt man ja auch nicht so oft. Außer man klaut sie gewaltsam beim wandernden Händler. Aber das macht doch niemand von uns, oder? Ihr könnt merkwürdigen Sand auch beim Wüstenbrunnen finden. Aber ich habe wirklich eine halbe Stunde danach gesucht. Aber ich habe einfach gar keinen gefunden. Also glaubt es mir einfach. Und wenn ihr eine Welt kennt, wo ein Wüstenbrunnen in der Nähe ist, schickt es mir gerne, schreibt es mir in die Kommentare und dann machen wir weiter mit dem nächsten Feature aus der 1.20. Als nächstes gibt es die neue Netherite-Aufwertung. Das schauen wir uns jetzt an. Und zwar brauchen wir eine Schmiedevorlage mit dem Netherite-Upgrade, damit wir unsere Sachen von Diamant zu Netherite machen können. Ihr seht, wenn ich die Schmiedevorlage wegnehme, funktioniert das Ganze nicht mehr. Diese Schmiedevorlagen für das Netherite-Upgrade findet ihr in den Bastionen und immer mindestens einmal. Außerdem könnt ihr diese Schmiedevorlagen ganz einfach duplizieren, indem ihr das hier in die Werkbank reinlegt. Als nächstes gibt es Töpfe. In dem merkwürdigen Sand und auch im merkwürdigen Kies könnt ihr so Scherben finden, das habt ihr ja vorhin schon gesehen, und aus diesen Scherben kann man Töpfe machen. Dafür gehen wir einfach in die Werkbank, machen so und schon können wir einen dekorierten Topf herstellen. Der sieht dann so aus und hat auf jeder Seite sein eigenes Muster. Natürlich kann man auch einen Topf ohne Dekoration machen, das geht ganz einfach mit normalen Ziegeln. Der sieht dann so aus. Als nächstes wird das Kreativ-Inventar-Suchfeld direkt ausgewählt, wenn ihr das Inventar öffnet. Ich drücke jetzt einfach mal E und ihr seht, wir können jetzt direkt hier schreiben. Allerdings finde ich diese Änderung sehr nervig, denn wenn ich jetzt das Inventar einmal öffne und wieder schließen will, schreibe ich hier immer E rein. Also manche Änderungen haben halt einfach Nachteile. Tränke haben keine Zauberanimation mehr. Schaut euch die Truhe an und ihr seht, die Trankfarben wurden auch hier verändert. Aber das Wichtigste ist, dass die keine Verzauberungsanimationen mehr haben, also die leuchten jetzt nicht mehr so wie früher. Dann gibt es eine neue Einstellung für den Rüstungsglanz. Ihr seht hier, die Rüstung leuchtet nicht mehr so viel. Wenn wir aber in die Einstellungen gehen, Bedienungshilfe, dann können wir die Glanzstärke und auch die Glanzgeschwindigkeit einstellen. So können wir zum Beispiel das Leuchten wieder so hochstellen wie früher. Oder auch einfach ganz ausschalten oder einfach mal anhalten. Wir können es auch einfach ganz schnell machen. Also das ist dann auch euch überlassen. Jetzt können wir Schilder von beiden Seiten beschriften. Das ist krass. Ihr seht, von beiden Seiten beschriftet. Und das Beste ist, wir können die Schilder bearbeiten. Rechtsklick und weiterschreiben. Wir können einfach immer unsere Schilder bearbeiten. Und das ist einfach so praktisch. Allerdings müsst ihr da aufpassen, eure Freunde können natürlich irgendwas ändern. Zum Beispiel Diamantentruhe. Und dann einfach schreiben eure Freunde dann Mülltruhe hier hin. Und schon ist euer Lager komplett durcheinander. Also, da müsst ihr aufpassen. Deshalb gibt es auch die Honigwaben. Die könnt ihr nämlich jetzt auf dem Schild benutzen. Dann könnt ihr es nicht mehr verändern. Und zwar von beiden Seiten nicht mehr. Dann gibt es als letztes noch den kalibrierten Skalksensor. Den kann man so in der Werkbank herstellen. Und zwar genau so. Nein, nicht so. Okay, da habe ich mich wohl vertan. Den muss man so herstellen. Also braucht man hier nur 3 Amethystscherben. Dann bekommen wir einen kalibrierten Skalksensor. So, und wie funktioniert das Ganze jetzt? Jetzt müsst ihr ein wenig über Redstone lernen, damit ihr das Ganze versteht. Hier ist die Redstone-Fackel.
Dann haben wir hier Stromstärke 15, Stromstärke 14, Stromstärke 13. Und Stromstärke 13 kommt dann hier im Sensor an. Und Stromstärke 13 bedeutet, dass er jetzt nur reagiert, wenn wir Blöcke abbauen. Wenn wir sie setzen, reagiert er nicht. Wir können jetzt einfach mal Stromstärke 12 ausprobieren. Und jetzt wird er nur reagieren, wenn wir Blöcke setzen. Also es gibt hier sehr viele verschiedene Stromstärken, die ihr ausprobieren könnt. Und zum Beispiel mit Stromstärke 14 reagiert er nur, wenn eine Truhe zugeht. Ich kenne mich da auch nicht so richtig aus. Wenn ihr wollt, dass ich ein Video nur zum Skalk-Sensor mache, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Denn wir sind auch schon fertig mit der neuesten Preview. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir ein Like und ein Abo. Sonst habe ich nur noch eins zu sagen. Ciao!